Gerade war die Nintendo Direct Partner Showcase und in dieser Folge möchte ich darüber reden, was ich davon halte und das werde ich gleich auch zu Anfang raushauen, nämlich, dass es nicht unbedingt so der Knüller war. Ich habe das aber auch ein bisschen erwartet. Also ich hatte wirklich nicht erwartet, dass da so viele starke Titel jetzt kommen. Ich meine, das ist ein Partner-Showcase, dass jetzt natürlich die ganz großen Dinger nicht kommen, ist ganz klar. Aber es können auch ein Partner-Showcase die einen oder anderen schon, ja, größeren Knüller irgendwie mal vorkommen. Meistens, also bislang halt seltener und weniger davon, aber es gab sie schon mal. Aber trotzdem gab es ein paar Spiele, die ich schon ein bisschen interessant finde oder allgemein was anderes daran interessant finde. Und auch wenn ich die Spiele, die ich gerade oder jetzt erwähnen werde, heißt nicht, dass ich die unbedingt kaufen werde und selber spiele, sondern ich gucke mir solche Games auch gerne einfach irgendwo im Stream an oder auf YouTube und ja, gucke es mir halt eher an, als es selber zu spielen. Apropos Stream, könnt mir auch gerne auf Twitch folgen, Link in der Beschreibung. Da gibt es vor allem Nintendo-Content von alt bis neu. Starten wir damit den ersten Game, nämlich Ender Magnolia. Und das ist ein düsterer Metroidvania-Titel. Wie ich jetzt auch mitgekriegt habe, ist es wohl eine Fortsetzung. Das erste hieß Ender Lilies? Wieso? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht gerade. Aber ich habe den vorigen Teil noch gar nichts von gehört. Und ja, sieht interessant aus. Könnte ich mir auf jeden Fall mal angucken. Dann noch ein Remaster oder Remake. Nämlich Disney Epic Mickey Rebrushed. Und ich habe gerade mal nachgeguckt, das ist ein Remake. Kenne ich überhaupt nicht. Könnte vielleicht, kann es in Betracht, oder zieht es in Betracht, eventuell sogar selber zu spielen. Dann hätten wir noch Monster Hunter Stories, den ersten Teil, dass der jetzt als Remaster für die Switch kommt. Ich habe den zweiten Teil gespielt und hatte damit auch sehr viel Spaß. Der erste Teil ist jetzt für mich jetzt nicht so wichtig, dass ich noch nachhole, aber was ich interessant daran finde, übrigens, der soll irgendwann im Sommer rauskommen, was ich interessant an der ganzen Sache finde, ist eher, dass das das dritte 3DS-Game ist, was auf der Switch landet oder landen wird. Miitopia hatten wir einmal, Luigi's Mansion 2 kommt und jetzt auch noch das. Und ich kann euch sagen, sie werden nicht damit aufhören, 3DS-Games auf die Switch zu packen. Und wenn man sich überlegt, was der 3DS für viele Spiele noch hat, gute Spiele auch, werden wir wahrscheinlich noch einiges Schönes auf der Switch kriegen. Jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt nur diese Switch, sondern auch die nächste Konsole. Aber ich glaube schon, dass es jetzt nicht das letzte 3DS-Game ist, was auf die Switch kommt. Vor allem, weil sie schon so viele Wii U-Titel rübergepackt haben, müssen sie jetzt irgendwo auf was anderes gehen. Und dann hätten wir noch Super Monkey Ball Banana Rumble. Ich wollte sowieso mal Monkey Ball spielen. Jetzt kommt ein neues. Das werde ich mir definitiv holen. Und freue ich mich auch drauf. Das soll im Juni rauskommen. Und dann hatten wir noch als eher vorletztes, als letztes kam ein Remake von, glaube ich, einem Wii-Spiel, so irgendwas mit Ocean. Ist überhaupt nicht meins, habe ich jetzt auch gar nicht so richtig behalten. Aber als vorletztes kamen 5 Titel von Rare, also eine Firma, die aufgekauft wurde von Microsoft und nicht mehr Nintendo gehört, sondern halt jetzt Microsoft. Kommen 5 Spiele von denen in den Nintendo Switch Online Service. Davon interessiert mich zwar am meisten nur Blast Corps für den N64, das habe ich früher mal gespielt und freue mich darüber, dass ich es wieder spielen kann. Und habe mich aber gefragt, warum gibt es bitte kein Donkey Kong 64, Banjo-Tooie oder Diddy Kong Racing? Diddy Kong Racing ist für mich eines der besten Fun-Racer, die es jemals gab, weil ich das ganze System mit dem Fliegen, dem Hovercraft und auch natürlich nochmal mit dem Kart richtig gut fand. Und hinzu kommt noch das Item-System plus der Singleplayer-Modus, finde ich richtig gut. Hat mir. Also es ist so gut, dass ich das immer gerne mal wieder gespielt habe. Und ich finde es auch wesentlich besser als Mario Kart 64. Keine Ahnung, warum sie gerade das dann nicht nochmal reinpacken, weil genau das ist, glaube ich, was die Fans ein bisschen mehr wollen. Aber wegen Blast Corps und ein paar andere Titel, die da drinnen vorkommen. Bestimmt gibt es den einen oder anderen, der sich darüber auffreut. Ich gehöre jetzt nicht unbedingt dazu. Das Beste daran ist einfach, dass es ja noch mehr Rare Games für die Nintendo Switch gibt. Obwohl es ja zu Microsoft gehört. Aber Phil Spencer hat ja letzten Donnerstag auch gesagt, dass sie ihre IPs auf mehreren Plattformen verteilen möchten, da sie auch eher gar nicht so finden, dass die Xbox verkauft sich sowieso nicht so gut, weil sie halt einfach keine Exclusive-Titel hat. Und ich begrüße das sehr. Ich hoffe irgendwann auf ein neues Banjo-Kazooie. Gut, auf welcher Plattform ich das dann spiele, ist mir eigentlich furchtbar egal. Hauptsache, es gibt eins. Man muss aber sagen, Banjo-Kazooie gehört ja eigentlich irgendwo immer noch für mich persönlich immer auf eine Nintendo-Konsole. Und aber es kommt immer darauf an,
wie das Spiel aussieht, wenn es halt auf der PlayStation 5 oder so halt wesentlich besser aussieht. Und ich bin halt nun mal eher der Mensch, der mehr im Dock-Modus spielt als im Handheld-Modus. Deshalb hole ich mir das dann oftmals dann doch lieber für die stärkere Konsole. Aber es ist gut zu sehen, dass wir nicht nur Banjo-Kazooie bekommen haben in Smash, sondern jetzt halt noch das bekommen haben. Warum auch immer, wie gesagt, die Titel, die ich eben erwähnt habe, nicht dran gekommen ist, also keiner davon. Ich glaube aber, in Zukunft werden wir mehr und mehr bekommen. Eben weil das, was eben Phil Spencer auch gesagt hat, ist die Chance sehr hoch, dass wir immer mehr und mehr Rare-Titel für die Nintendo Switch bekommen. Ich hatte eigentlich gedacht, erst es kommt ein Rare Replay. Das sind ja viele Rare-Games remastered. Das ist jetzt nicht geworden. Aber sagen wir einfach mal so, besser als gar nichts. Okay, den Schrein machen wir in einer anderen Folge. Ein Kampfschrein ist jetzt gerade irgendwie nicht so passend. Ja, aber warum finde ich, dass das eventuell auch was Gutes sein kann, was da vorkommt? Weil das halt eben nicht mehr so ganz große Knüller kommen. Ich gehe mal davon aus, dass halt diese Switch 2 Sache ein Ding davon ist. Viele Entwickler wissen wahrscheinlich schon, dass da irgendwann eine stärkere Konsole kommt. Und ich glaube ganz fest daran, dass die meisten oder viele Entwickler jetzt schon angefangen haben, ihre Games für die nächste Konsole zu entwickeln. Ich bleibe auch ein bisschen dabei. Ich glaube, 2024 wird leider nicht so das stärkste Jahr werden. Ich glaube, das betrifft aber nicht unbedingt nur Nintendo. Gut, wir wissen noch nicht so viel. Es ist erst Februar und es kann immer noch ein Direct kommen. Es kann immer noch irgendwas anderes angekündigt werden oder also die neue Konsole. Da will ich jetzt aber nicht über Gerüchte gerade reden, die wieder rumkommen. Ich meine, die gibt es ja irgendwie im Nintendo-Bereich gefühlt immer. Aber es wird irgendwas noch kommen. Wir haben halt nur 4 Spiele von Nintendo dieses Jahr. Ich glaube kaum, dass sie sich sagen, hey, mit 4 Spielen kommen wir bestimmt durch das Jahr durch. Nee, werden wir nicht. Oder werden sie nicht. Das ist ein bisschen wenig. Da wird noch was kommen. Ist nur die Frage, wann und wie viel es sein wird. Aber es wird wahrscheinlich vieles darauf hinauslaufen, dass sie halt die neue Konsole irgendwie befeuern wollen. Die soll ja auch irgendwie verkauft werden. Und das wahrscheinlich sind sehr viele darauf ausgerichtet, jetzt vieles, ja, ihre Spiele für die neue Konsole zu entwickeln. Das war's dazu. Nächste Woche kommt die Pokémon Presents. Darauf freue ich mich und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Haut rein.